Ja, willkommen. Wir spielen SimCity. SimCity. Das neue. Ja, das 2013er SimCity. Genau, also offiziell der 6. Teil oder so, wenn man so mitzählt. Naja, offiziell das Reboot. Das Reboot, ja, genau. Das Reboot. Verdient den Namen eigentlich nicht, wenn man mal ehrlich ist. Weil mit dem Original SimCity hat es nicht mehr viel zu tun. Naja, man baut eine Stadt. Ja, okay, das war's aber auch schon. Ja, die Stadt ist aber ziemlich klein. Deswegen steht das, man baut ein Dorf. Ja. Stellt euch vor, man baut Essen oder Gießen oder so. Oder Darmstadt. Sowas in dem Dreh. Es wird auf jeden Fall unter dem Motto stehen, unser Let's Play, SimCity Let's Play mit Platzmangel. Weil Platzangst oder so? Platzangst. Platzangst wollte ich das auch nennen. Auch gut, Platzangst. Hat man nämlich auf jeden Fall, denn die Städte sind recht klein, aber das werdet ihr noch sehen. Wir haben schon ein bisschen gespielt vorher, sieht man hier oben schon. Ich habe schon eine Stadt gebaut und so weiter. Also wir fangen jetzt aber natürlich was Neues an. Richtig. Wir kennen auch alle Probleme des Spiels und haben schon so oft darüber geschimpft. Ihr werdet es auch noch hören. Ja, ich denke auch. Wir werden uns kaum zurückhalten können. So, fangen wir mal an. Wir fangen gleich mit einer etwas größeren Region an, genau. Weil wir danach... Wir werden jetzt ein paar Folgen spielen, um reinzukommen mit euch auch so ein bisschen, dass ihr ein bisschen seht, wie das Spiel funktioniert. Und dann fangen wir an, zwei Städte aufzubauen. Genau, also dann spielen wir parallel. Wir werden jeder einen Videostream reinstellen, immer gleichzeitig veröffentlichen. Ja. Beide haben dieselbe Tonspur, dann könnt ihr euch die Videos angucken, genau, und parallel angucken und eine Tonspur einfach ausmachen, dann, also von einem der Videos, dann habt ihr trotzdem die ganzen Gespräche. Oder ihr entscheidet halt einfach, welches Video ihr cooler findet. Da gibt es, glaube ich, keine Entscheidungsprobleme, ne? Ja, nix statt wird ganz langweilig aussehen und meine ganz dumm, weil ich das nicht so richtig plane wie er. Wir sollten gleich in eine etwas größere Region. Genau, also es gibt Regionen, sieht man jetzt hier, können wir ganz mal kurz durchklicken, so ein paar. Genau. In jeder Region gibt es halt mehrere Städte. Ne? Drei, genau. Hier zum Beispiel, das sind die Bauplätze, in denen man bauen kann. Also man kann da drei Städte bauen auf der Karte. Kannst du die mal kurz größer machen, indem du auf Weiter klickst? Achso, ja, Weiter muss ich, genau. Sieht man jetzt, dann hast du jetzt auf der Karte... Nee, noch sehe ich hier nichts. Ich muss, glaube ich, erstmal irgendwas machen. Genau, benennen sie einfach mal kurz. Weiter. Nehmen die sowieso nicht. Genau. Und jetzt sieht man, hier hat man hier drei Stadtflächen. Ja. Und darauf kann man dann seine Dörfer bauen. Und seine Dörfchen. Und die sind alle verbunden mit Straßen und Schienen. Also das Weiße sind Schienen und genau. Das Gelbe sind Straßen. Ganz verrückt. Eigentlich ist es eigentlich immer andersrum, dachte ich. Aber ja, gut, ist halt so. Richtig. Genau, die sind dann verbunden, die Städte. Und tatsächlich gibt es auch keine anderen Verbindungen zwischen den Städten. Also man könnte jetzt Wasser hier, noch. Aber. Wasser noch, ja, ne, genau. Die beiden liegen am Wasser hier. Da könnte man jetzt noch einen Hafen bauen in den beiden Städten und die verbinden dadurch. Wie gut das alles funktioniert, werden wir dann später noch sehen. So, jetzt suchen wir uns aber erstmal eine Region aus, die nicht nur drei Bauplätze enthält, weil wir wollen noch ein bisschen Auswahl haben nachher. Genau. Also, es werden ja mindestens drei Städte in dieser Region entstehen, nämlich die Anfangsstadt, die wir jetzt bauen, in der ersten Staffel SimCity und in der zweiten Staffel nochmal zwei, also eine von Nick und eine von mir. So, die hat 7 Bauplätze, die hat 5, also die werden hier immer größer, die Städte. Mhm. Mal kurz gucken, ich kann mir... Mal kurz schauen, ja, das ist hier so ein bisschen langweilig. Die liegen zwar alle so ein bisschen am Fluss, aber bis auf die hier haben die nichts Spannendes so richtig an Geografie. Da ist relativ wenig Platz überall nur, also noch weniger Platz, als man eh schon hat. Gucken wir mal kurz hier, ich muss halt irgendeinen Namen eingeben, deswegen gebe ich da sinnlosen Quatsch ein. Nehmen wir doch die einfach mal. Genau, die sieht doch ganz nett an. Dann gebe ich aber nochmal einen schöneren Namen. Ja, Spieleland oder so? Spieleland ist gut. Das passt so ein bisschen zu unserem Kanal. Genau, dann machen wir auch noch private Regionen. Genau, wir wollen hier nicht überrascht werden. Baukasten könnte ich jetzt noch anmachen. Da wäre dann, könnte ich mir unendlich Geld geben und so weiter. Und Katastrophen würden nicht von alleine passieren. Richtig, und so weiter. Das wäre aber dann noch langweiliger. Da nimmst du ja schon einiges vorweg. So, wo wollen wir denn einziehen? Also wir müssen so ein bisschen gucken, dass dann auch nachher unsere Städte verbunden sein können. Man sieht ja hier so ein bisschen die Straßennetze, also zum Beispiel dieses Autobahnnetz hier, das umfasst gerade mal diese 4 Städte. Ja. Also ist es so ein bisschen, wäre es so ein bisschen blöd, wenn wir dann nachher, keine Ahnung, eine Stadt hier bauen. Aber guck mal, das sind immer nur 4. Es sind immer nur 4. Ja, ja. I know. Also ich finde eigentlich die rechts am schönsten. Das hier? Ja. Die Ecke? Da hat man... Okay. Wobei es da eigentlich auch nur eine interessante gibt. Da gibt es nur diese interessante Gegend. Aber das ist ja immer so. Also hier gibt es gar keine interessante. Hier gibt es die und die hier hinten vielleicht noch. Ja. Und hier ist auch nicht so spannend. Da wollen wir hier hinten einfach bauen? Ja, dann nehmen wir einfach da hinten. Fangen wir gleich mit der hier vorne an? Genau, genau. Gucken wir mal, was hat die so? Es gibt Ressourcen. Also es gibt Kohle, Erz, Öl, Wasser und Wind.
Wind ist eine tolle Ressource, ist ganz super. So, was haben wir hier? Da haben wir ein bisschen mehr Wasser. Ne, Wasser hatten wir hier auch viel. Ja. Hier haben wir eigentlich von allem etwas. Bis auf Öl. Hier gibt es überhaupt kein Öl in der Ecke. Doch, hier gibt es Öl. Wind ist ja überall nicht so doll. Also ja, okay. Das reicht aber erstmal. Das ist sowieso noch verbuggt. Achso, stimmt. Okay, diesen Satz werden wir noch häufiger hören. Ja, wollen wir dann einfach die nehmen? Ja, klar. Zack. Nehmen wir da mal rein. Das mal. Und dann starten wir. Genau, jetzt erste Folge spiele ich. Wir wechseln uns ab in den Folgen. Also, nur, dass ihr es wisst. Dass ihr wisst, wer hier Quatsch baut. Hohenburg. Was für ein Hohn. Hahaha. Der war schlecht. Ja, egal. So, was haben wir denn hier? Ach, was für ein schönes Spiel. Man kann mit WASD die Kamera bewegen. Sehr gut. Genau. Das mag ich. Ihr seht auch schon, Dennis hat beim Spiel einen Filter eingestellt. Ja, ich habe den Retro-Filter. Ich kann ihn ja mal ausmachen, dass ihr mal seht, wie das Spiel so aussieht. Ich finde das ganz hübsch so. Es gibt ganz viele Grafikfilter. Hier können wir ja nachher in einer späteren Folge mal so ein paar zeigen. Genau. Jetzt mache ich erstmal aus und anwenden, zack. Und so sieht also, das Spiel halt normal aus. Bisschen langweiliger. Ja, ich finde den Retro-Filter jetzt nicht so schön, aber es gibt tatsächlich sehr interessante Filter. Interessant auf jeden Fall. Bei den meisten kann man nicht so lange spielen. Mit dem Retro-Filter kann man halt auch einfach mal stundenlang spielen. Ja. Die meisten sind dann irgendwie so schwarz-weiß, das sieht dann komisch aus oder so nach ein paar Stunden. So, was haben wir hier? Hier kommen schon ein paar Autos. Ja, das ist die große Autobahn, also die Hauptverbindungsstraße. Kannst du ja mal umgucken. Also hier ist unsere Region jetzt, da hinten fährt ein Schiff. Hier ist die Autobahn, die zu den anderen Städten führt. Hier sieht man schon durch diesen Anschluss, hier ist die nächste Stadt. Genau. Also könnte man da bauen. Hier hinten ist noch eine irgendwo und wir bauen jetzt erstmal hier vorne. Damit wir anfangen können, müssen wir erstmal eine Straße in die Stadt reinlegen. Die Straße ist die Grundlage von allem. Über die kommen die Arbeiter und Leute und Umzugswagen rein. Aber auch Strom, Wasser, Müll, Transport, alles ist genau. Darüber. Abwasser. Genau, gleichzeitig liegen darunter noch die Leitungen, wollte ich gerade fortsetzen. Sehr gut. So, genau, nehmen wir mal eine so eine, also es gibt verschiedene Straßen, sieht man schon, 7 Stück. Die sind in 2 Kategorien eingeteilt, nämlich einmal in diese kleineren Straßen und dann in die breiten, doppelspurigen mit Mittelstreifen. Als Hauptstraßen sollte, also das sind hier Hauptstraßen halt, ne? Das sind normale Straßen, Hauptstraßen. Wir sollten als Zentrum der Stadt quasi so eine Hauptstraße irgendwie legen, sodass man, dass die Autos da gut langkommen. Entlastet natürlich den Verkehr mehr als so eine kleinere Straßen. Und innerhalb dieser Kategorien kann man die Straßen dann auch später, wenn sie schon gebaut sind, noch upgraden. Das heißt, es geht aber nicht, so eine kleine Straße zu so einer großen zu machen. Es geht nur die 3 und die 4 hier unten. Genau. Könnt ihr als Hauptstraße mal hier so einen Feldweg nehmen? Nein. Würde ich nicht empfehlen. So, das Problem ist, wir haben am Anfang nicht so unendlich viel Geld. Das heißt, Straßenbau ist teuer. Man sieht es schon hier, so eine kurze Straße kostet schon 2500 Sim-Loans. Was von 50.000 schon eine ganze Menge ist. Richtig. Wie bauen wir denn die Straße? Bauen wir die gerade? Ich würde erstmal gucken, wir brauchen ja Wohn- und Industriegebiet, das sollte dann und Gewerbegebiet. Wir gucken mal nach dem Wind. Und das Industriegebiet sollte nach Möglichkeit auf der windabgewandten Seite liegen. Na, da hinten dann irgendwo, ne? Nein, ja. Also das Industriegebiet kommt zur Autobahn hier vorne. Genau. Sinnvollerweise irgendwo hier. Und hier hinten bauen wir dann vielleicht ans Meer hier so unsere Stadt. Mit den Wohngebieten hin. Genau. Also brauchen wir jetzt erstmal vielleicht noch ein Stück gerade Straße. Also bauen wir erstmal eine Straße, die hier gerade nach hinten führt. Oder? Genau. Ist schon ganz schön teuer. Vielleicht nicht ganz so weit, müssen wir nicht so bis dahin. So bis da. Ja, haben wir schon mal 10.000 ausgegeben. Und dann... Und da würde ich da vielleicht das Wohngebiet anschließen. Vielleicht auch noch mit einer Hauptstraße. Sollen wir die schräg reinlegen? Oder? Na, du kannst doch mal zeigen, die große Verbesserung gegenüber den anderen Teilen ist, dass man Straßen rund bauen kann. Und es funktioniert auch verdammt gut. Also es hat manchmal Probleme so mit irgendwelchen Anschlusswinkeln an die Straßen. Aber also ich habe jetzt hier unten Straßenauswahltool. Und hier kann man die verschiedenen Straßenformen auswählen. Also gerade, dann kann ich, habt ihr schon gesehen, dann kann ich hier so direkt Rechtecke bauen. So, wie heißt das? Blocks quasi, dann kann ich hier runde Straßen bauen, dann kann ich komplett freihand Kurven zeichnen, das funktioniert noch nicht so gut, finde ich, und Kreise, da könnte ich... Ja, vor allem ist es auch sau teuer, ne? Ja. Also. Ja, das kann man sich nur leisten, wenn man halt wirklich verdammt viel Geld in der Stadt verdient hat. So, dann machen wir mal, man muss immer so am Anfang so ein bisschen, so könnte man es machen, ich will aber gerne sowas hier haben, genau. Genau, jetzt würde ich hier so einen großen Bogen bis zum Strand runterziehen, so in etwa, ja. Ich würde ihn ein bisschen kleiner machen, ehrlich gesagt. Damit hier hinten noch was hingebaut werden kann. Ja, rechts hin. Genau. Dann mach noch ein bisschen weiter landeinwärts.
so, ja, genau. So, dann kann ich ja hier den Bogen so noch. Wir können den auch rummachen. Nein. So, dann machen wir es so, weil dann können nämlich rechts da oben, rechts im Bild, noch Sachen gebaut werden, wenn es nicht so weit weg ist von. Wenn es ein bisschen weiter weg ist von der Grenze. Also, ihr seht schon die gestrichelte Linie hier. Oh, da kommt ein Flugzeug. Die gestrichelte Linie hier außen, das ist wirklich die Grenze der Stadt. Also, wenn ihr schon seht, so groß ist das nicht, ne? Also, nee, überhaupt nicht. So viel Platz ist da nicht. Also, kennt ihr das aus eurer Heimatstadt? Sagen wir mal, ihr kommt aus Aschersleben oder aus Prenzlau oder so, dann werdet ihr ungefähr die Größe wiedererkennen, denke ich. Also ist es verdammt schwer, da jetzt London drin zu bauen oder Berlin oder so. Ja, vielleicht kriegt man den Tiergarten hin. Den Tiergarten als Park, ja. So, ja, von der Größe her mehr ist nicht drin. So, Nick, was machen wir weiter? Sag mal an. Ja, also jetzt würde ich vielleicht noch ein paar Nebenstraßen machen, damit wir auch ein paar Viertel setzen können. Machen wir mittlere oder niedrige Dichte erst? Ruhig erstmal niedrige Dichte, spart, ne? Das uns kostet ja alles Geld. Wir haben schon deutlich mehr als die Hälfte unseres Geldes ausgegeben. Ist nicht ganz so schlimm, wir können Kredite aufnehmen. Das werden wir wahrscheinlich auch gleich machen. Soll ich einfach hier konzentrisch praktisch da so das dran setzen? Ja, ich so wie das speichen, so ein bisschen. Ja, das klingt sehr. Machen wir erstmal nach außen. So. Ach nee, es ist jetzt nicht mehr rund, jetzt machen wir aber gerade, ne? Genau. So. So, jetzt wird er mir hier gleich eine Hilfslinie hoffentlich anzeigen. Nee, tut er nicht. Das ist ja schade. So ungefähr. Ein bisschen weiter, oder? Ja, ein bisschen weiter kann das ruhig. So? Genau. So. Ja, ist ein bisschen schade, dass er mir jetzt gerade keine. Normalerweise zeigt er halt, sieht man ja in diesen dünn gestrichenen Linien, zeigt er mir halt so Hilfslinien an. Wie weit die entfernt sein sollten. Macht er jetzt hier nicht. Ja, das funktioniert gerade offensichtlich nicht so super. Macht nichts, das kriegen wir nicht. Jetzt hier würde er es machen, aber also jetzt zeigt er mir an, die optimale Größe für die Stadtentwicklung wäre jetzt sowas hier. Also da drin kann alles entstehen, also auch später hohe Dichten. Genau. Von Gebäuden. Ich mache jetzt hier einfach mal so ein bisschen weiter. So. So. Da wird das Geld auch gar nicht ganz so schnell alle. Also sieht man ja. Ja, die Straßen sind jetzt auch, kosten auch viel weniger, wenn du mal auf die Straßenpreis guckst. Ne? Dann kostet die nur 4 und die Dicke kostet, glaube ich, 20. Ja. Also das sind schon ganz schöne Unterschiede. Oh, ups. Ja, lass den Stümmel da so stehen. Nein, ich lösche den jetzt. Wir bauen ja hier schön. Oder? Oder einfach nicht. Ja, so. Weiter würde ich auch gar nicht nach hinten gehen. Ich würde jetzt vielleicht noch in die Mitte reingehen, ne? Genau, und jetzt noch das Gegenteil. Machen wir noch hier lang. Können ja mal hier noch so ein bisschen länger das Ganze machen. So. Ja, fangen wir schon mal an mit der Drehung. Können wir ja in der Mitte nochmal eine größere Straße irgendwie machen, vielleicht. Genau. Später, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben. Also, viel später. In 2 Minuten oder so. So, hier. Ja, und jetzt ist das Geld schon zu Ende. Da war das Geld alle. Aber kein Problem, denn der moderne Bürger eines modernen westlichen Industriestaats weiß ganz genau, was man in so einem Fall macht. Und nimmt natürlich einen Kredit auf. Nehmen wir mal erstmal einen auf, gucken mal, wie wir kommen. Jetzt werden wir auch nicht mehr viel bauen müssen an Straßen. Jetzt können wir erstmal gleich Häuser. Wohngebiete ausweisen. Du kannst ja mal kurz das Grundprinzip von SimCity erklären an dieser Stelle. Ja, also es gibt 3 verschiedene Sorten von Gebieten. Wohngebiete, da ziehen die Leute ein, da wohnen sie. Wie man sich das so vorstellt. Dann gibt es Gewerbegebiete. Dort entstehen Geschäfte, Hotels, alles Mögliche. Ja, Banken, genau. Finanzgeschäfte und sowas. Alles. Casinos. Den ganzen Sport. Da gehen die Leute einkaufen aus und vergnügen sich. Und dann gibt es Industriegebiete. Das sind halt Industriegebiete, da entstehen halt Fabriken und Firmen. Fabrikenschlot. Ja. Fabriken oder auch später Hightech-Industrie. Genau, das gibt es alles in 3 Stufen. Bei Wohn- und Gewerbegebiete stapeln sie sich einfach nach Größe. Sieht man hier unten rechts. Genau. Ja, das ist, was gerade gefordert wird. Aktuell wollen die Leute, weil einfach noch gar nichts da ist in der Stadt, das ist ja eine komplett leere Grünfläche aktuell mit ein paar Straßen, wollen sie halt vom niedrigen Einkommensschicht haben, Wohngebiete. Das ist das Einzige, genau, was sie gerade sich wünschen. Das gibt es dann, wie gesagt, alles in 3 Stufen, hat Nick ja schon erwähnt. Bei der Industrie gibt es das in 3 Technologiestufen dann später. Nicht in Einkommensstufen natürlich. So, bauen wir mal Wohngebiete, würde ich sagen. So, ich kann jetzt hier entweder, man sieht schon, ich kann die ausweisen einzeln, also ich könnte jetzt hier einzeln so eine Wohngebiete ausweisen, so eine kleine. Ich kann aber auch einfach gleich so ganze Sektoren füllen, indem ich Steuerung gedrückt halte. Das mache ich jetzt einfach mal, weil wir ja sowieso wissen, dass wir hier überall Wohngebiete haben wollen. So. Machen wir das mal. Ich kann einfach schon mal alle ausweisen, oder? Ja, ein bisschen solltest du freilassen für Gewerbegebiete. Ach, vielleicht. Gewerbe, Quatsch. Brauchen wir nicht.
So, ja, ich kann in der Mitte ja mal, einfach das erhöht ja dann die Dichte später am besten, kann ich ja hier so ein Ding freilassen für Gewerbe, oder? So ein bisschen, ja. Sowas hier. Genau. So, dann haben die Leute nämlich im Zentrum der Stadt praktisch ihre Gewerbegebiete. Das machen wir dann später. Jetzt erhöhe ich erstmal die Geschwindigkeit. Hier links unten sieht man die drei Geschwindigkeiten, ja, von denen nur zwei aktiviert sind. Also es gibt Schildkröten, Lama-Tempo und Gepardentempo. Das sind die drei Geschwindigkeiten, die gibt es schon seit jeher bei SimCity. So heißen die schon seit dem ersten Teil. Und hier sieht man schon, dass die ersten Leute einziehen. Während die ihre kleinen Häuser bauen und mit den Umzugswegen kommen. Guck mal, bevor du weiterredest, siehst du da unten dieses gelb aufleuchtende Zeichen in deiner Leiste? Ah, da. Das zeigt einem an, was fehlt. Aktuell fehlt es an Wasser. Es fehlt, glaube ich, an allem. Eigentlich müsste alles leuchten. Jetzt fehlt auch der Strom. Und jetzt ist es rot, jetzt ist es dringend. Oh Gott, oh Gott. Also vielleicht solltest du mal die Geschwindigkeit kurz runterdrehen und erstmal Wasser und Strom. Genau, gucken wir mal, wo wir das hinbauen. Vielleicht nicht da vorne, wollen wir ein Team bauen. Dann bauen wir es einfach hier irgendwie in die Ecke, oder? Genau. So, da stört es niemanden erstmal. Das ist jetzt ein Wasserturm, der liefert für den Anfang genug Wasser. Da reicht jetzt so 2-3 Spielstunden aus. Ihr seht hier, das Wasser fließt unter der Straße lang, hat Nick ja schon erwähnt. Alles läuft über die Straßen. Ja, das Wasser ist ein bisschen träge, ist ja auch auf niedriger Geschwindigkeit. Aber ich baue jetzt erstmal noch ein Kraftwerk, bevor ich die Geschwindigkeit wieder hochdrehe. Denn das wollen die Leute ja auch haben. Also wir haben jetzt verschiedene Kraftwerke zur Auswahl. Wir haben ein Windkraftwerk, das ist das billigste, produziert aber auch nicht besonders viel Strom. Für den Anfang aber ausreichend. Für den Anfang ist völlig ausreichend. Dann wird es schon deutlich teurer. Also bei den einmaligen Kaufpreisen ist es gar nicht mal so schlimm. Ist gerade mal ungefähr doppelt so teuer. Aber pro Stunde kostet das halt 80 hier das Windkraftwerk und das 450, also ist schon ganz schön teuer. Das wird dann nach hinten raus immer teurer, aber... Hier gibt es noch ein Sonnenkraftwerk und Atomkraftwerk. Das kann man sich natürlich am Anfang überhaupt nicht leisten. 1300 pro Stunde. Da wirst du ja bekloppt. Und vor allem noch der Kaufpreis. Brauchen wir aber auch alles nicht, weil man sieht hier, wie viel das produziert. 200 Megawatt produziert das an Energie, an Leistung. Das ist ein bisschen viel für so eine kleine Stadt. Wir sind ja aktuell gerade 0,1 Megawatt im Minus. Also ja, ich denke mal, jetzt für den Anfang die 3 Megawatt von diesem Kraftwerk aus, hier. Wollen wir das vorne ins Industriegebiet bauen? Ja. Das bauen wir hier hin, oder? Genau. Das würde ich jetzt eher so in die Richtung bauen, weil dann können wir es nämlich später auch noch ein bisschen erweitern. Wenn wir es jetzt da lang so bauen, ist ein bisschen dann schwieriger. Klappt ist ein bisschen Platzmangel. Genau. So, bauen wir es mal hier hin. So. Das mit dem Erweitern zeigen wir uns euch später. Das zeigen wir euch deutlich später. Ja. Aber klickt doch mal an, da ist doch gerade eine Beschwerde deiner Bürger. Gucken wir uns das doch mal an. Eine Anfrage, ja, die beschweren sich doch nicht. Ein Ort zum Einkaufen, ein paar mehr Gewerbegebiete hätten sie gerne. Dann hätten sie mehr Läden. Na, dann weisen wir die doch mal aus. Wir haben jetzt hier rechts diese Anzeige mit der Energie gehabt. Deswegen konnten wir leider nicht mehr diese Anzeige haben. Da hätten wir jetzt nämlich gesehen, dass die Leute Gewerbegebiete wollen. Nein, würde ich sagen, geben wir ihnen die doch, oder? Ja, haben wir extra schon Platz gelassen hier in der Mitte. Dann können sie da jetzt auch mal ihre Gewerbe aufmachen. Wie sieht unser Geld eigentlich aktuell aus? Also hier haben wir mal das Stadtbudget, wie man hier auch oben sieht. Das haben wir ja schon eben kurz gesehen. Da war aber noch nicht so viel ausgefüllt hier. Als wir die Kredite aufgenommen haben. An Einnahmen, an Steuern haben wir 270 Sim-Loans, heißt ja die Sims-Währung schon seit jeher, pro Stunde. Ihr seht hier unten die Zeit, also 14.05 Uhr ist es jetzt, 14.06 Uhr, also so eine Stunde geht auch relativ schnell vorbei. Wir sind auf niedriger Geschwindigkeit gerade, trotzdem läuft es recht schnell. Ja, Ausgaben, Kredite ist aktuell unser größter Einzelposten. Wasser kostet ein bisschen was, Strom kostet etwas. Genau die Preise, die wir auch gesehen haben, als wir die Sachen gebaut haben. Da unten rechts stand ja beim Strom zum Beispiel 80 Sim-Loans pro Stunde. So, und wir versuchen jetzt natürlich erstmal ins Plus zu kommen. Das wird uns auch gleich gelingen. Wenn wir die Geschwindigkeit beschleunigen. Sobald ein paar mehr Häuser da sind. Genau. Wir können ja mal gucken, wie es mit dem Strom aussieht. Der ist noch nicht angekommen. Der verbreitet sich nämlich auch über die Straßen. Und man sieht, so langsam färbt sich das hier alles gelb Richtung Wohngebiete. Ja, komm. Genau. In so Schüben so ein bisschen, wie so Impulse. Geht das immer weiter nach da? Ah, seht ihr, wir haben jetzt, dadurch, dass wir jetzt gewisse Kriterien erfüllt haben, können wir jetzt ein neues Gebäude bauen. Genau. Nämlich unser Gemeindehaus. Das ist aber schön. Also das Rathaus ist das praktisch. Nur noch in der kleineren Version. Das steigt nämlich später im Level auf und wird dann zum großen, schönen Rathaus. Genau. Wo wollen wir das denn hinstellen? Ich würde das da, wo du gerade warst. Hier. Genau. Ja, da hat man nämlich Platz zum Erweitern und das ist nachher ganz praktisch, wie man sehen wird. Ja. So, jetzt freuen sich die Leute rundherum alle. Weil sie ein Gemeindehaus haben. Ja. Ist wirklich so ein bisschen Dorf, ne? Ist ein bisschen Dorf. Herzlichen Glückwunsch. Es hat sich gelohnt. Wir können unsere Stadt endlich benennen. Wie nennen wir denn unsere Stadt? Ich bin da mal so furchtbar unkreativ. Ja.
Ich auch, gerade in diesem Moment. Schreibt es in die Kommentare, wie sollen wir die Stadt nennen? Ach, verdammt, das wird nicht funktionieren. Also wir haben die Region genannt, Spieleland. Dann ist das jetzt Toys R Us. Ich weiß es. Du weißt es, dann Tipp. Hauptstadt, um Gottes Willen. Ja. Ja, lassen wir erstmal so, wir können das. Wir können das ändern. Jederzeit ändern. So, jetzt gibt es die nächste Anfrage. Unfassbar, wie schnell das hier geht. Oberbürgermeister Murdieb X, ja, das bin ich. Ich brauche aber einen Arbeitsplatz. Ja, na gut. Dann heul doch, würde ich sagen. Ja, hat er Pech gehabt, ne? Arbeitsplätze gibt es bei uns nicht. Weil wir keine Industrie haben, die sie aber fordern. Ah. Und zwar massiv. Dann bauen wir ihnen doch Industrie. Ja. Dann baue ich aber auch noch ein paar kleine Nebenstraßen. Genau. Erstmal, ne? Einfach mal so eine Straße da runter, nach unten vor allem, ne? Ja, erstmal nach oben. Muss ja hier alles seine Ordnung haben. So. Am besten gleich noch eine Straße parallel. Ich würde sie ein Stück weiter setzen. Die ist ein bisschen sehr dicht. Ja, machen wir es hier. So. Genau. Ach, vielleicht auch noch eine... Ja, wir haben kein Geld mehr. Ah, aber wir verdienen 590 Simnons pro Stunde. Das heißt, wir müssen jetzt auch nicht unbedingt einen Kredit aufnehmen, weil wir haben gleich Plus. Wir können da jetzt erstmal Industriegebiet reinsetzen. Genau. Guck mal, wie schön wir das machen. So. Vielleicht auch noch auf der Unterseite direkt. Ja, korrekt. Na, so. Vielleicht. Und darüber jetzt vielleicht noch Gewerbegebiet, weil das ist ja auch schon tiefblau. Genau. Na, nochmal. Ein Bereich ist ja noch frei da. Ja. Hervorragend. So, jetzt gucken wir mal, was sich hier gebildet hat schon bei den Gewerbegebieten. Also das hier ist jetzt schon lauter kleine Häuser entstanden. Ne, genau, lauter kleine Läden. Frische Bagels gibt es hier. Ist alles schön auf Deutsch geschrieben. Also das muss man ihnen lassen, das haben sie schön eingedeutscht. Hier gibt es günstig Essen. Man sieht schon, es gibt diesen Tilt-Shift-Effekt, der eigentlich nur das, was zentral im Fokus der Kamera steht, hervorheben sollte und alles rundherum verschwimmen lassen. Wenn man aber so nah an Gebäude ranzoomt, dann verschwimmt irgendwie alles so leicht. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Jetzt liegt der Fokus hier hinten links. Das ist ein bisschen verrückt. Das ist ein bisschen komisch. Genau, was haben wir hier noch? Wir haben Pizzaläden, wir haben günstig Essen. Burger. Ja, sowas in der Art irgendwie. Könnte auch ein Schnitzelbrötchen sein. Schnitzelbrötchen. Da hier gibt es Burger. Gibt es den Lama-Burger, also Sims, also Maxis, die Firma, die es entwickelt hat, immer so ein bisschen mit Lamas. Ich weiß auch nicht genau, warum. Erklärt mir bitte, warum die das so mit Lamas haben. Ich wüsste das gerne. So, grün sind alle meine Kleider, nein. Die wollen Wohngebiete der Einkommensklasse 2, ist die Nachfrage groß mittlerweile. Kommen wir jetzt aber so schnell noch nicht hin? Nee, wir brauchen vorher noch was. Was brauchen wir denn Abwasser. Vorher noch? Abwasser brauchen wir noch, Abwasser wollen wir loswerden. Ja, ihr seht jetzt da die ganzen lila Punkte oder das, braune die Punkte. Die sind glaube ich braun und ich glaube, das hat auch seinen Sinn. Das ist das Abwasser, das staut sich jetzt aktuell auf der Straße. Vor allen Dingen in der Ecke hier möchte man sieht auch, es platzt. Da platzt das auch gerne mal. Es platzt und macht Bodenverschmutzung. Das heißt, wir sollten so ein Abwasserendrohr. Könnt ihr mal die Bodenverschmutzung angucken. Noch ist es nicht so schlimm. Also noch ist alles weiß, aber die Stadt gibt es ja auch erst seit 2 Tagen gefühlt. Genau, bauen wir das doch einfach mal hier direkt neben's ran. Nein, natürlich nicht. Ist ja Quatsch. Wir bauen das natürlich hier irgendwo in die Ecke. Genau, da einfach ist. Hier an die Straßenecke ist gut, dann muss es nicht so weit fließen. Ist direkt an der Hauptstraße. Und jetzt sieht man hier auch schon, aus der Industrie kommt schon die erste Scheiße. Und hier ist jetzt die... Genau, drück mal kurz Escape und zoom mal an das Abwasserendrohr ran. Weil das ist nämlich so ein bisschen nicht so die beste Lösung. Ja, wir schütten das jetzt einfach... ins Nix. Ins Nichts, ja. Es wird einfach rausgepumpt. Ja, genau. Und läuft dann in die Wiese. Ja, da ist halt ein Riesefeld. Und dann nebendran steht Kläranlage dran. Ich weiß ja nicht so ganz. So richtig geklärt sieht das nicht aus, ne? Pumpt das schön. Naja. So funktioniert das in unserer Stadt. Da kümmern wir uns nicht um Umweltrichtlinien. Genau. Wir können ja mal, was wollten wir heute? Das machen wir dann nächsten. Ja, das machen wir. Ich weiß ja nicht, weil du hast die Zeit im Blick. Ja, darum sage ich das hier. Ah, guck mal, jetzt können wir uns hier noch... Ja, es gibt da immer auch so eine Aufträge, die man machen kann. Ja. Das gehört jetzt zu diesem Zusatzpack, was man Helden und Schurken heißt das, glaube ich. Was man beim Start immer mit automatisch dazu kriegt. Genau, Helden und Schurken. Das ist ein Mini-DLC, den hat jeder, der das Spiel kauft. Also ist eigentlich kein DLC. Das ist eigentlich ein Teil des Spiels. Ja, für die, die es jetzt kaufen. Die es jetzt kaufen, ja. Das kann später noch anders sein. Also das hier, es gibt einen super Bösewicht im Spiel und einen super Helden, nämlich Dr. Wu ist der Böse und Maxis Man ist der Gute. Und genau, jetzt wird uns hier gerade vom Polizisten gesagt, wir sollen doch bitte Maxis Man irgendwie ein Haus bauen, damit der, beziehungsweise die Stadt verschönern, damit der da sein Haus bauen kann, damit er uns verteidigt gegen
Dr. Wu. Aber das ist jetzt noch nicht unbedingt nötig. Nee. Zumindest nicht in dieser Folge. Nicht in dieser Folge, genau. Ich denke, wir haben so die Anfänge erklärt. So ist es. Und in der nächsten Folge gucken wir dann mal, was Wohngebiet Stufe 2 ist, also mittlere Einkommen. Und was diese ganzen anderen lustigen Sachen machen. Genau. Also, bis dann. Bis dann, ciao.